Hey, heute teste ich den Smartphone-Adapter von iPower, mit dem ich mein Handy an einem Stativ befestigen kann. In meinem Tutorial über die Smartphone-Videografie, das ich unter dem Video verlinken werde, habe ich es als bestes Zubehör empfohlen. Das Besondere an dem Adapter ist, dass ich die Orientierung des Smartphones schnell zwischen vertikal und horizontal ändern kann. Zum Beispiel, wenn ich ein Instagram und danach gleich ein YouTube-Video machen will. Deswegen besteht der Adapter aus zwei Teilen. Mit dem Drehrad auf der Seite kann man die Halterung öffnen. Jetzt kann man das Smartphone fixieren. Auf der Rückseite gibt es ebenfalls ein Drehrad. Wenn man es lockert, kann das Smartphone rotiert werden. Die Ausrichtung kann jederzeit geändert werden. Ich habe zwei weitere Smartphone-Adapter, mit denen will ich diesen neuen Adapter vergleichen. Bei meinen alten Adaptern konnte ich mein Smartphone nur mit Gewalt montieren und hatte fast Angst, sie zu beschädigen. Der neue Adapter hat dieses Problem nicht. Da die Halterung mit einer Schraube gelöst wird, passt auch mein größeres Handy mit Schutzhülle, mein Samsung S10 Plus, ohne große Kraftanstrengung. Außerdem kann man die zwei Teile des Adapters voneinander trennen und nur den Adapter verwenden. Zum Beispiel, wenn man die Orientierung nicht ändern will. Der Adapter funktioniert tadellos. Leicht kann ich die Orientierung des Handys ändern, was für mich wichtig ist, da ich sowohl vertikale Videos für Instagram, TikTok als auch horizontale Videos für YouTube, Facebook produziere. Der einzige Nachteil an dieser Halterung ist, dass sie aus Plastik und daher vermutlich nicht langlebig ist. Man sollte die Schrauben nur vorsichtig anziehen. Ich werde euch unter dem Video noch eine Halterung aus Metall verlinken, die ist jedoch teurer und schwerer. Der Vorteil von der Metallhalterung ist, dass sie bereits einen AK-Swiss-Adapter eingebaut hat. Also für den Fall, dass man ein Stativ mit dieser Befestigungsmöglichkeit hat. Bei dem einfacheren Plastikadapter muss man dafür noch eine AK-Swiss-Platte montieren, was aber auch kein großes Problem ist. Ich hoffe, meine Rezension war für euch hilfreich. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, postet sie gerne im Kommentarbereich und lasst bitte gern auch ein Like und ein Abo da. Bis nächstes Mal. Tschüss.